Schönheit der Insel Usedom, sie zieht Kerstin Zeiler sofort wieder in ihren Bann. Am Strand von Heringsdorf fühlt sie sich zurückversetzt in ihre Kindheit. 7 Sommer verbrachte die Dresdnerin hier im Ferienlager des VEB Energiebau. Hier war es vor ungefähr 45 Jahren. Als ich hier langgelaufen bin am Strand, habe ich überlegt, wo war es, an welchem Strandaufgang. Und als ich genau hier war, habe ich das gefühlt. Ich habe unsere ganze Gruppe hier gesehen und dachte, genau hier ist es. Das war einfach ein Gefühl, das war an keinem anderen Strandaufgang. Ich denke mal, das ist so. Spagat gemacht, Rad geschlagen, gesungen. Ist genauso schön wie damals, wenn ich die Schiffe da draußen sehe, die genauso immer in den Hafen einfuhren Richtung Swinemünde. Ja, das ist so. Hier fühle ich mich am wohlsten, am lebendigsten, am freisten. Ne? Jedes Mal, wenn Kerstin auf Usedom Urlaub macht, denkt sie an die Menschen, mit denen sie als junges Mädchen unvergessliche Stunden verbrachte. Das hat mich mein Leben lang begleitet. Immer, egal wo ich war. Immer Heringsdorf und das Ferienlager. Und immer dieses Gefühl, noch einmal jemanden sehen können von dieser Zeit. Fühlen die genauso wie du? Finden die das genauso toll? Oder fand ich nur ich das so toll, weil ich ein Ostseekind bin? Das ganze Schuljahr fieberte Kerstin Zeiler dem Tag entgegen, an dem es endlich an die Ostsee gehen sollte. Ohne Eltern, mit vielen anderen Kindern. Was für ein Abenteuer. Mehr als 4 Jahrzehnte sind seitdem vergangen. Aber nicht nur Kerstin erinnert sich gerne an ihren schönsten Sommer. Auch Frank Gregor ist auf der Suche nach dem Glück vergangener Tage. Bei ihrer Suche nach ehemaligen Teilnehmern des Ferienlagers hat Kerstin Frank Gregor ausfindig gemacht. Auch der Radebeuler ist in den 1970er Jahren mit dem VEB Energiebau an die Ostsee gefahren. Eine Schifffahrt gehört heute genauso dazu wie damals. Es war eine Stunde immer raus auf die See im Prinzip. Je nach Wellengang war es dann eben teilweise so, dass da der eine oder andere gebrochen oder gekotzt hat. Und das hat dann dementsprechend Spaß gemacht oder auch weniger. Also ich habe einen ordentlichen Magen und da hat es mich nie so getroffen. Und mir hat es sehr gut gefallen. Ja. Der Wellengang, je höher, desto besser. Also ich war dafür zu haben. Genau. Die Liebe zum Meer, hier hat Frank sie entdeckt. Ich bin ohne Wasserratte, also wir sind gerne ins Wasser gegangen und oft. Der Rettungsschwimmer hat ausgerufen, Gruppe 1 zum Baden und da gab es dann Badekappen für die Nichtschwimmer und dann ging es rein ins Wasser. Und dann nach einer gewissen Zeit musste man halt wieder raus. Also sind alle wieder rausgekommen, wir hatten nie Verluste. Schwimmen, spielen und natürlich auch eine leckere Stärkung. Diese sogenannte Gruppenarbeit am Strand hat Frank nie vergessen. Umso mehr freute er sich, als er vor einigen Wochen eine Nachricht von Kerstin bekam, die auf der Suche nach ehemaligen Heringsdorfer Ferienlagerkindern war. Man hat so viele Erinnerungen da und es ist schön, wenn man jemanden hat, mit dem man drüber reden kann. Und es ist auf jeden Fall ein Lebensabschnitt, der so nie wiederkommt. Ob Frank und Kerstin wohl schon als Kinder miteinander zu tun hatten? Bisher haben sie sich nur Nachrichten geschrieben. Gleich werden sie sich zum ersten Mal treffen. Im ehemaligen Ferienlager, das in einer Schule in Heringsdorf untergebracht war. Heringsdorf gehört mit den benachbarten Badeorten Ahlbeck und Bansin zu den Kaiserbädern Usedoms. Die drei Schwestern beeindrucken mit ihren wunderschönen Stränden und der Bäderarchitektur des 19. und 20. Jahrhunderts. Die Strandpromenade gilt als eine der längsten Europas. Den Sommer irgendwo anders als in den Kaiserbädern zu verbringen, auch für Claudia Pautz war das undenkbar. Claudia ist ein echtes Inselkind. Wenn die gebürtige Usedomerin heute mit ihrem Hund Schurke spazieren geht, sieht sie oft Orte, die sie an die Sommer ihrer Kindheit erinnern. Wie der Bahnhof in Heringsdorf. Hier kamen die Menschen an, die Claudias Ferien auf ihrer Insel prägten. Das ist so meine Erinnerung, dass
Mit dem Beginn der Sommerferien am ersten Tag die Insel voll war und mit dem letzten Tag dann komplett leer. Also die Züge fuhren an und also die meisten sind ja mit den Zügen angereist und die Insel war voll. Vom ersten Tag bis zum letzten, 8 Wochen lang. Es waren überall Menschen plötzlich da und wir haben uns da mal sehr drauf gefreut. Wir waren unterwegs mit diesen Menschen, also da gab es keine Barriere, die waren da und wir haben gespielt am Strand, wir sind zusammen baden gegangen, waren auf der Promenade unterwegs und haben es einfach genossen. Und die wurden ständig ausgetauscht. Es war einfach so. Also da waren sicherlich auch mal traurige Momente dabei, wenn jemand dann nach 1-2 Wochen wieder losfahren musste. Aber größtenteils war das normal. Claudia lebt im benachbarten Bansin. Ihre besondere Verbindung zu den Menschen, die nach Usedom kommen, sie ist geblieben. Heute betreibt Claudia den Blog Inselverliebt und erzählt online vom Leben in den Kaiserbädern. Schurke, was machst du? Ich habe einfach dieses Mitteilungsbedürfnis, diese Schönheit dieser Insel teilen zu wollen. Und dann habe ich das Gefühl, ich möchte die Leute jeden Tag für einen ganz kleinen Moment in ihr Urlaubsgefühl bringen. Und das funktioniert, das ist total wunderbar. Auf ihrem Spaziergang mit Schurke möchte Claudia heute eine Reise machen. Komm, Schurke. In das Usedom ihrer Kindheit. Als die Insel so war, wie sie auch die Kinder aus dem Ferienlager des VEB Energiebau erlebten. Die wohnten nämlich im Sommer in der Schule, in der Claudia das ganze Jahr über Mathe, Bio oder Deutsch büffelte. Wochenlang haben Kerstin und Frank Nachrichten geschrieben. Nun treffen sie sich zum ersten Mal. Ah, hallo, Kerstin. Hallo. Grüß dich. Es müsste ja fast auf den Tag sein. Ne? Das ist ja im Sommer gewesen, im Juli. Aber hat sich schon viel geändert hier. Das Schulgebäude verwandelte sich im Sommer zum Ferienparadies. Also hier stand, glaube ich, noch ein zweiter Baum von der Sorte. Ne? Also das war hier, wenn du hier bist, hier war immer dieses große Foto mit den Massen. Genau. Jeden Sommer gab es 2 Belegungen, jedes Mal mit mehr als 100 Kindern der Energiebaumitarbeiter. Aneinander erinnern können sich Frank und Kerstin deshalb auf Anhieb nicht. Wohl aber an den großen Schulhof, auf dem immer der Frühsport stattfand. Ich fand's super. Total. Man steht früh auf und dann haben wir einfach ein bisschen Gymnastik gemacht und so. Das konnte nicht genug Sport sein, ja. Also Frühsport war nicht mein Ding, also auf keinen Fall vom Frühstück. Also ich war ja auch ein bisschen für meine Größe untersetzt, sagen wir mal so. Das wurde ja auch immer am Anfang gemacht, so wenn die Belegung losging, wurde gewogen. Ne? Da ging es ja immer auf die Waage und da habe ich jedes Jahr gemerkt, dass es wieder ein Jahr vergangen war. Übelste Gewichtsprobleme, aber okay. Das ist ein Thema, mit dem ich mich heute noch beschäftigen muss. Und so beginnt die Zeitreise der beiden in der alten Turnhalle. Komm, wir gucken mal in die Turnhalle. Okay, gehen wir mal. Mal sehen, wie die aussieht. Ach! Mhm. Boah. Krass. Umkleidekabine kann DDR ich nicht. Pur. Ja. Oh. Frank, das sieht aus wie damals. Also so sah unser Waschraum drüben auch aus. Genau. Genau so. Nächstes Jahr soll die alte Turnhalle einem Neubau weichen. Im Schulgebäude hat sich schon einiges getan. Ob Kerstin und Frank den Ort, an dem sie so glücklich waren, trotzdem wiedererkennen? Aber ich habe den Fußboden 45 Jahre nicht gesehen und wusste genau, wie er aussieht. Genau, hier sind wir drüber. Genau. Mit unseren kleinen Schuhen. Runde Treppe runtergefegt. Ja, und das. Und hier Edelstahl gab es nicht, aber hier das gab es auf jeden Fall. Hier sind wir mit dem Hintern runtergerutscht. Genau, hier sind wir runtergerutscht. Traurig und pst. Die Klassenräume wurden damals umfunktioniert in Schlafsäle. Genau, Tafel war rechts, das kann ich mir auch noch entsinnen. Ja, ja. Mir kam der Raum natürlich auch größer vor, muss ich ehrlich sagen. Länger. Und hier standen 5 Betten und da standen 5 Betten. Genau, und hier in der Mitte waren die Koffer. Tische aufgestapelt. Genau. Auf Feldbetten im Klassenzimmer zu schlafen, heute kaum vorstellbar. Damals ein großes Abenteuer. Meins war hier in der Mitte. Und hier neben mir war dann so eine schüchterne kleine Heulsuse. Ich will nach Hause. Sag ich, wie kann man jetzt nach Hause wollen? Und ich hab gesagt, ich will hier bleiben. Mhm. Ich möchte noch einmal so klein sein und noch einmal hier sein. Einmal noch. Ja. 3 Wochen am Meer. Freundschaften werden geschlossen und ein erstes zartes Interesse an der Liebe geweckt. Mit einem Freund wagt Frank nachts sogar etwas Verbotenes.
Wir sind dann nach der Nachtruhe, also sind wir zu den großen Mädels ins Zimmer gegangen. Weil wir kamen uns ja vor wie die Gigolos. Ja. Also wir waren ja größer als die größten Jungs. Und dann kam es zum Eklat sozusagen. Da kam die Chefin rein, die Lagerleiterin, die hat selber eine Begehung gemacht und hat sozusagen ihn in flagranti erwischt, wie er auf der Bettkante saß. Und die ganzen Mädchen der Gruppe haben nichts gesagt, die haben sich schlafend gestellt. Und das wurde dann ziemlich hochgespielt, aber ja, irgendwann ist es dann wieder glatt gebügelt worden. Näher kommt man sich auch auf den Feiern, beim legendären Bergfest oder in der Disco. Das ist die Erinnerung für ihr. Jetzt klappen wir wieder zu und haben die Kinder dann morgen wieder was zu staunen. Juhu! Es gab so viele schöne Momente, aber kein Sommer war so aufregend wie im Jahr 1973, an den sich gleich beide noch besonders erinnern werden. Urlaub an der Ostsee. Der war natürlich untrennbar verbunden mit Strandburgen, Strandkörben und frischem Fisch direkt vom Kudder. Als Claudia Pautz hier aufwuchs, gab es noch viele Fische. Inzwischen lohnt sich die Arbeit für die meisten nicht mehr, aber einer hat durchgehalten, Eddie Stoll aus Bansin. Ich bin halt reingewachsen in eine Welt, da gab es noch um einiges mehr Fische an den Stränden. Und für mich gehört halt die Tradition der Strandfischerei total dazu. Früher belieferten Fischer wie Eddie mit ihrem Fisch die ganze DDR. Ja, der Alltag des Fischers hat sich ein bisschen verändert oder ein bisschen verschoben, indem man heute nicht mehr ganz so früh aufstehen muss und weil man auch nicht mehr diese Mengen fischt. Und früher sind wir im Sommerhalbjahr, wenn wir nach Aal und Zander und Flundern, dann sind wir nachts um 1 losgefahren und sind dann morgens um 7, 8 wieder an Land gewesen. Manchmal auch erst um 10, das kommt drauf an. Weil es ja auch zu warm war am Tage, da musstest du ja nachts fischen im Sommerhalbjahr. Anders als früher fischt er heute hauptsächlich für sein eigenes Restaurant. Aufhören war aber nie ein Thema. Einen Beruf lernt man und dann übt man seinen Beruf aus. In der Fischerei haben wir immer gesagt, Fischerei ist an und für sich kein Beruf in dem Sinne. Das ist eine Berufung, da muss man zu geboren sein. Viel Geduld und Leidenschaft, das ist ganz wichtig, das braucht ein Fischer. Wenn er das nicht hat, ist er fehl am Platze. Ansonsten ein schöner Beruf. Freier Mann auf dem freien Meer. Bei Eddie ist es immer ein bisschen wie früher. Eddie, ich komme ja auch aus einer ganz alten Usedomer Familie. Und meine Verwandten haben, als ich Kind war, immer platt geredet. Ja. Und ich kann es auch verstehen, aber ich kann es überhaupt nicht selber sprechen. Ich soll mit die platt reden? Ja. Das Schlimme ist, hier reden nicht mehr Taufeld platt. Die Ohlen starben all weg. Und ich allein mit mir rede ich noch nicht alleine. Yeah. So weit bin ich noch nicht. Mir ist das Mul so dröhig, ich habe nichts zu trinken. Bring ihm mal einen ein Bier. Oh, guck mal, klappt. Ich habe eine Ansage gemacht und klappt. Na denn? Ja. Ja, heute hat noch nicht so viel. Weil nur bei der Flundernetze. An der Fischbude gleich nebenan gibt es auch immer etwas für Hund Schurke. Aber heute muss er sich noch ein wenig gedulden. Denn Claudia möchte erst noch einen Ort besuchen, der sie ganz besonders an ihre Kindheit erinnert. Strahlend blaues Wasser, weißer Sand. Die Insel Usedom sieht nicht nur auf dem Land und zu Wasser traumhaft aus, sondern vor allem auch aus der Luft. Und aus der Luft haben sie auch unsere Ferienlagerkinder gesehen, als sie in den 1970er Jahren nach Heringsdorf geflogen sind. Ja, richtig, sie sind geflogen und das war damals nun alles andere als üblich. Spektakulärer hätten die Schulferien also nicht beginnen können. Der Flughafen Heringsdorf ist im Sommer immer noch wichtig für den Tourismus auf der Insel. Zu DDR-Zeiten landeten hier auch Maschinen aus Dresden und einige mit vielen Kindern an Bord. Normalerweise fuhren die immer mit dem Zug an die Ostsee. 1973, da waren in Berlin die Weltfestspiele gewesen.
Und dann konnte man aus irgendeinem Grund, klar war wahrscheinlich sicherheitstechnisch Berlin total verstopft, und dann durften wir fliegen. Mit einer kleinen AN-24. Wer weiß, wie viele Leute, ob alle 100 reingepasst haben. Das war was Besonderes. Wir hatten ja auch Westbekannte, Verwandte. Und die haben gestanden, was? Ins Ferienlager mit dem Flugzeug? Das geht ja überhaupt nicht. Also die waren total hin und weg. Und das war schon ein Erlebnis, sag ich mal. Das hat der Mann in der privaten gar nicht miterlebt im Prinzip. Man ist immer mit dem Zug oder irgendwie in den Urlaub gefahren, aber mit dem Flugzeug ins Kinderfernlager. Für beide war es der erste Flug in ihrem Leben. Ah, ich weiß noch, dass der einer das Fenster aufmachen wollte und Luft reinlassen wollte. Das wusste ich noch. Der hatte, glaube ich, irgendwie, dem wurde dann schlecht. Ne? Und ich fand es einfach unglaublich aufregend. Also das weiß ich noch, dass das einfach... Und das war so aufregend, dass die Stunde war viel zu schnell um. Ne? Du bist ja eingestiegen, dann bist du nach einer Stunde schon wieder ausgestiegen. So aufregend die Anreise sonst schon mit dem Zug war, der Flug ins Ferienlager 1973 bleibt unübertroffen. Und plötzlich entdecken Frank und Kerstin auf dem Flughafengelände sogar noch die alte Gangway, über die sie damals Ostseeboden betreten haben. Das ist ja echt cool, ne? Und das wirklich die Gangway ist, mit der wir vor 40 Jahren hier angekommen sind. Hier sind definitiv hoch und runter. Sauber. Das ist cool, ne? Das gibt's ja nie. Ich finde das irre, dass die noch nie entsorgt ist und wir auch genau auf dieser wieder runterlaufen können. Hier Ringsdorf. Ob wir mal in einem Flugzeug zusammengesessen haben? Na, das müsste man noch mal anhand von Fotos noch mal ein bisschen recherchieren. Vielleicht kriegt man da noch mal Gelegenheit. Ja. Schauen wir. Die vielen gemeinsamen Erlebnisse. Vielleicht erinnern die beiden sich ja doch noch aneinander. Augen zu und vorstellen, hinter uns das Flugzeug, die Meeresluft, die Schule ruft. Das hat noch gebrummt, das Flugzeug, hatte Propeller dran. Ja. Die Seebrücke von Heringsdorf konnten Kerstin und Frank damals noch nicht aus der Luft sehen. Sie wurde 1957 bei einem Feuer vernichtet und erst in den 1990er Jahren wieder aufgebaut. So herausgeputzt, wie sich die Kaiserbäder heute präsentieren, waren Heringsdorf, Bansin und Ahlbeck zu DDR-Zeiten nicht. Doch auch mit dem einfacheren, weniger glamourösen Usedom sind liebevolle Kindheitserinnerungen verbunden. Wenn Claudia sich nach ihnen sehnt, geht sie ins Atelier von Volker Köpp in Ahlbeck. Vergangenes ist in seinen Bildern festgehalten. Man hat ja ein Gefühl für die Kindheit, man hat ein Gefühl, wie man sich durch die Straßen bewegt hat, aber wie es wirklich aussah, das verwischt ja immer mehr. Und dann stehst du plötzlich vor so einem großformatigen Bild und bist sofort wieder an Ort und Stelle. Und vor allen Dingen in diesem Gefühl. Die Erinnerungen an seine eigene Kindheit sind Inspiration für Volker Köpp. So, und da war mein erstes Erlebnis, Straße und dann um die Ecke. Und dann war der Strand zu sehen mit Sand. Da waren noch diese Aufzüge für die Boote, da hatte man noch eine Seilwinde. So, und dann sah man gleich die Boote. Also der Strand, Sand ging faktisch über in die Straße. So, und dann waren gleich die Möwen, die man dann sah. Das war alles hell und licht im Sommer sowieso. Und man war immer voll in diesem ganzen lebendigen Leben. Wir haben ja hier alles gehabt, wir lagen in der Sonne. Wir haben Volleyball gespielt, wir haben Strandfußball gespielt. Ja, das war so die Kindheit, eine bunte Welt. Und wenn mich einer fragte, warum ich nicht in Urlaub fahre, wo ich in Urlaub hinfahre zu DDR-Zeiten, würde ich sagen, wieso, ich bin doch im Urlaub. Ja. Aber wahrscheinlich ist es so, ne? Ja. Das Strand- und Bäderleben vergangener Zeiten. Hier wird es wieder lebendig. Wie in diesem Bild dort, finde ich. Wenn ich heute an den Strand gehe und sehe diese auf Linie gestellten Strandkörbe, die alle die gleiche Farbe haben, dann erinnere ich mich immer an dieses unglaubliche Chaos, was früher am Strand herrschte. Das ist wahr, da ist natürlich etwas mehr. Bunt und jeder Strandkorb stand woanders und da herrschte Chaos am Strand und das war total schön. Ja, das sind eben Erinnerungen, nicht? Und die man erlebt hat und die sind ja doch real. So, und wenn einem mir die Sachen zusagten, da habe ich gesagt, ach, da kann man ein ganz gutes Bild versuchen draus zu machen. Ja. Jetzt
auch dabei sein? In Schurkes Erinnerung dürfte vor allem die Fischbude neben Eddies Fischerkarte sein. Also schnell zur Seebrücke nach Ahlbeck. Hier bekommt Schurke endlich, worauf er schon so lange wartet, Sprotten. Er ist eben ein echter Pommer. So wie sein Frauchen. Claudia Pautz wird auch in diesem Jahr den Sommer wieder auf Usedom verbringen. Sie ist ein Inselkind und will hier niemals weg. Ich kann gar nicht. Es geht nicht. Ich habe Salzwasser im Blut. Ich war mal während des Studiums mit einer Seminargruppe unterwegs in den deutschen Mittelgebirgen. Und ich habe oben auf dem Brocken gestanden und ich habe gedacht, eigentlich müsstest du doch von hier aus das Meer sehen können. Ohne Scheiß. Und eines ist für Claudia über die Jahre geblieben. Die Begegnungen mit Menschen aus ganz Deutschland bestimmen noch immer ihren Sommer. Auch im benachbarten Heringsdorf endet der Tag von Kerstin und Frank am Strand. 7 Sommer lang kam Kerstin hierher ins Ferienlager. Frank fuhr später sogar noch als Betreuer mit. Unvergessen für beide sind die Erlebnisse am Strand, wie das alljährliche Neptunfest, bei dem jeder auf einen besonderen Namen getauft wurde. Mein Name war Frecher Hering. Und deiner? Schnaufendes Nilpferd, so war's. Die vielen schönen Stunden in Heringsdorf. Sie haben viele Kinder, die hier Urlaub gemacht haben, ein Leben lang begleitet. Sowohl Kerstin als auch Frank kommen heute regelmäßig mit ihren Familien an die Ostsee. Gern denken sie daran zurück, wie sie hier am Strand entlang tobten und die schönsten Sommerferien ihrer Kindheit erlebten. Frank hat die Fotos von damals immer in Ehren gehalten. Kerstin sieht sie heute zum ersten Mal. Unglaublich, unglaublich. Toll, einfach toll. Das ganze Projekt hat sich in jeder Hinsicht gelohnt. Man erlebt das jetzt ein zweites Mal, das Fernlager. Ne? Und schließlich machen sie eine Entdeckung. Jetzt kommt meine Schwester. Aha. Und ich bin das hier, mit kurzen Haaren. Das siehst du, und das bin ich hier, guck mal. Und ich habe das Hemd an, gelbes T-Shirt und Mick Jagger Aufnäher drauf. Das bin ich. Da haben wir 10 Meter nebeneinander gestanden und haben nie gewusst, was Sache ist. Hä? Wenn ich dich sehe, ich kenne dich von der Erscheinung her. Also, doch, die Erscheinung. Naja, also ich habe damals auch großen Eindruck auf Frauen gemacht. Ja. Wie deine Mama gewesen sein. Oder? Da fangen Mäser in klein. Die Erinnerungen an das Ferienlager und aneinander, sie kehren mehr und mehr zurück. Sehr schön, weil ich jahrelang drauf gewartet habe und dachte, oh, man müsste nur mal jemanden treffen, der das nachempfinden kann. Überall, wenn man das erzählt, die hören zwar zu, aber es hat niemand miterlebt. Und Frank ist einer, der so ganz intensiv das auch erlebt hat und auch wahrgenommen hat. Wir haben auch andere Eindrücke teilweise. Ne? Also es ist schon ein bisschen unterschiedlich, aber trotzdem ist eine gemeinsame Geschichte gewesen. Das heißt, wir haben dann auch hier im Sand uns gegenseitig mit den Quallen beschmissen. Das kann sein, die Jungs haben uns mit Quallen, dass ich von dir eine abbekommen habe. Wir haben geschrien oder haben zurückgefeuert. Aber das waren tote Quallen, alles die schon am Strand lagen. Ja, selbstverständlich. Bei einem Treffen soll es nicht bleiben. Beide hoffen darauf, dass sich viele Teilnehmer aus dem Ferienlager des VEB Energiebau melden. Dann soll es in Dresden auf jeden Fall eine große Heringsdorfer Party geben. So, na dann. Zum Wohl. Ein gut gekühlter Tropfen. Und wenn Sie schöne Urlaubserinnerungen an Ihre Kindheit haben, dann schreiben Sie uns an den Mitteldeutschen Rundfunk, Stichwort: der schönste Sommer meiner Kindheit.